Oh, ihr seid ja auch schon hier, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu der neuen Story. Also, mein Name ist Rosie und das ist mein wunderschönes Zimmer. Meine Eltern sind Piraten und verdienen ihr Geld damit, Seemonster zu fangen. Und dann verkaufen sie halt die Hörner oder die Knochen. Warte, ich zeig's euch. So schaut es dann aus. Also, das verkaufen sie dann und so verdienen sie ihr Geld. Warte, ich zeige euch einfach meine Eltern. Kommt mit mir mit in die Küche. Mama hat sicher schon Frühstück gekocht. Hallo Mama. Morgen, mein Schatz, ich mache dir Frühstück. Ja, bitte, ich habe Hunger. Okay, aber was machen wir denn? Okay, einmal Fisch zum Frühstück. Nicht schon wieder Fisch, Mama. Aber wir sind Piraten. Wir fangen nun mal Fische und Seemonster. Das gibt es halt bei uns. Aber sei einfach nicht undankbar. Oh, ich gebe dir auch sogar noch Käse dazu. Was haltest du davon? Das wird sicher lecker schmecken, mein Schatz. Warte, ich schneide den Käse noch schnell. Perfekt. Oh, okay, Mama, wenn du das so sagst. Riecht das lecker und fertig ist es. Hier, nimm den Fisch oder nimm den Teller. Es ist aber heiß. Dankeschön, Mama. Es ist nicht so, dass ich schon jeden Tag Fisch esse. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich bin wieder zu Hause. Das ist übel. Dein Papa ist wieder zurück. Ich glaube, er hat was Gutes gefangen. Ich gehe ihm schnell helfen. Perfektes Timing. Zum Glück ist Mama jetzt rausgegangen. Jetzt kann ich den Fisch wegwerfen, ohne dass ich sie... Ich bin so klug. Da sind wir schon wieder. Schau mal, was dein Papa gefangen hat. Hallo, Rosie. Hallo, Papa. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Ich habe heute 2 Seemonster gefangen. Die waren so groß, aber gegen mich hatten sie keine Chance. 2 Seemonster? Ja, 2 Seemonster. Aber ja, easy für mich. Schau mir meine Muskeln an. Oh, du weißt ja, ich bin ja voll die Maschine. Aber schlechte Nachrichten. Ich muss morgen schon wieder auf die See gehen. Und es wäre toll, wenn ihr mitgehen könnt. Wieder mitgehen? Ich will nicht. Ich will ein normales Leben haben. Mann, jetzt stell dich nicht so an, Rosie. Ja, Rosie, stell dich nicht so an. Ich meine, wenn du gerne obdachlos wärst, dann mach weiter so, wie du jetzt tust. Aber wenn du weiterhin ein schönes Leben haben willst und ein Dach über dem Kopf, dann gehst du besser mit. Ich weiß, dass du gerne ein normales Leben führen willst, aber wir sind nun mal Piraten. Ja, sind wir. Das ist eine Schande. Wieso muss Papa so gemein werden? Keiner von euch beiden versteht mich. Ich kann nicht mal neue Freunde machen, weil wir immer umziehen und weil wir immer auf dem blöden Boot sind, am Seemonster zu fangen. Ich will auch eine Pause. Ahoi, Guntram, bist du auch schon wach? Ja, natürlich bin ich schon wach. Ja, das ist sehr schön, aber ich wollte nur nachfragen, hast du schon deine eigene Wohnung gefunden, weil du wohnst derzeit bei uns im Garten? Ja, jetzt nerv nicht, ich bin müde. Guntram, schläfst du etwas schon? Siehst du nicht meine Augen? Natürlich schlafe ich. Okay, er schläft wirklich. Ach, das war so ein guter Nickerchen. Jetzt muss ich ein bisschen Kaka machen. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Hunger. Ein Marmeladenbrot war noch hinter der Toilette. Perfekt. Dann grillen wir das noch schnell. Was erwartete sich, dass ich eine eigene Wohnung suche? Ich werde niemals von hier weggehen. Ich liebe meine kleine Wohnung. Und noch schnell den Popo putzen nach dem Kaka machen. Perfekt. Oh, ich habe noch ein bisschen Hunger. Und wieder ab ins Bett. Hast du eigentlich mit Guntram geredet, dass er uns das Boot herrichten soll für morgen? Ja, natürlich habe ich das gemacht. Er wird es herrichten, aber er war gerade am Pennen, wo ich gegangen bin. Und wegen Rosie, was sollen wir nur machen? Sie ist einfach so undankbar. Wir sind nun mal Piraten und so verdienen wir das Geld. Und die Seemonster sind einfach böse Wesen. Ich beschütze sie doch nur mit meinem Job. Ich weiß, mein Schatz, aber sie ist noch zu jung, um das zu verstehen. Lass uns jetzt ins Bett gehen. Morgen ist ein neuer Tag. Vielleicht wird sie es morgen realisieren, dass sie ein böses Kind ist. Gute Nacht. Gute Nacht dir auch, mein Schatz. Ah, ich kann einfach nicht schlafen. Ich werde noch ein bisschen Tocker Toast vorm Schlafengehen lesen. Meine Eltern sind eh schon im Bett. Perfekt. Ah, wo sind die Streichhölzer nochmal? Ah, hier. Jetzt sind alle Kerzen angezündet. Jetzt kann ich lesen. Wenn ich mal älter bin, würde ich gerne Autorin werden. Aber das geht leider nicht, weil ich die ganze Zeit mit auf dem Boot gehen muss und meinem Vater zuschauen muss, wie er Seemonster fängt. Ich will einfach mein eigenes Leben leben.
Oh nein, wie spät ist es schon? Es ist ja schon morgen. Ich habe einfach durchgemacht. Oh nein, kennt ihr das auch, wenn man einfach zu lange wach ist und dann die Zeit komplett vergisst? Ich muss schnell packen. Ich muss jetzt schon aufs Boot gehen. Warte, ich hole den Koffer. Perfekt. Ich werde, glaube ich, 3 meiner Lieblingsbücher mitnehmen. Das über rote Seemonster, blaue Seemonster und das Buch. Keine Ahnung, was es ist, aber ich glaube, es ist gut. Perfekt, auf zum Boot. Guten Morgen. Morgen, Mama, morgen, Papa. Ich bin bereit zum Gehen. Perfekt. Guntram, bist du schon fertig? Machst du bitte schneller? Es ist ekelhaft, Papa ist immer nur auf dem Klo, hat nicht mal Vorhänge. Ekelt mich an. Wie redest du mit ihm? Er ist der beste Piratsassistent. Ja, alle sind besser wie deine eigene Tochter. Schatz, rede doch nicht so mit deinem eigenen Vater, du wirst langsam frech. Ja, sie wird wirklich frech. Oh, lecker. Lass uns losgehen, bevor ich noch vor Wut zerplatze. Ja, ich bin auch schon fertig. Lass uns doch gehen. Ja, komm, lass uns gehen, bevor meine Tochter mir die Laune noch mehr verdirbt. Da sind wir auch schon. Captain, darf ich schon mal vorgehen, das Boot vorbereiten für Sie? Ja, das wäre sehr nett. Perfekt. Keine Sorge, ich werde auch nichts Schlimmes anstellen. Ich werde nur das Boot vorbereiten. Ja, okay, du musst dich nicht wiederholen. Ja, bis gleich. Mama, Papa, irgendwie gibt er mir ein komisches Gefühl. Ich habe Gänsehaut. Jetzt sei nicht albern, er ist der beste Assistent. Aber er hat so komisch gelacht am Ende. Ich weiß auch nicht. Ach, du bist einfach nur kindisch. Wenn du endlich aufhörst, kindisch zu sein, dann kannst du irgendwann auch mal diese Kappe anziehen und ein richtiger Pirat sein, so wie dein Papa. Aber leider verhaltest du dich einfach noch wie ein 3-jähriges Kind. Wieso bist du so gemein zu mir? Ich bin dein Papa, ich rede so, wie ich mit dir reden will. Du machst mir Angst, Papa. Sei still, Guntram hat uns gerufen. Komm, lass uns gehen. Ja, okay, passt. Ach Mist, ich habe einen Rucksack vergessen. Wie soll ich dieses Seemonster denn nur entführen? Warte mal. Ey, Kleiner, kann ich deinen Rucksack haben? Nein, sicher nicht. Dieser Rucksack hat mir mein Papa gegeben, kurz bevor er gestorben ist. Oh, jetzt mach keinen auf Mitleid und gib mir den Rucksack. Aua! Perfekt, ein weiteres Problem ist gelöst. Jetzt nehme ich den Bobo-Kitty-Rucksack und gehe auf das Boot. Moin, moin. Oh, Guntram, was machst du alleine denn hier? Ich bereite das Boot vor. Ach, das ist ja sehr nett von dir. Von wo kommt der Rucksack? Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah, der kommt von meiner Nichte, von meinem Onkel. Nichte oder Onkel, beides das Gleiche. Lass mich jetzt in Ruhe. Ciao auf jeden Fall. Oh, nochmal Glück gehabt. Und jetzt fangen wir das Seemonster. Ich habe gehört, wenn man ein bisschen von diesem Seemonster hat, jüngert man 10 Jahre. Und ich bin nicht mehr der Jüngste. Ach, perfekt, ich kann sie schon hören. Und ich habe auch das perfekte Wetter. Die Zeichen sind einfach alle da. Gott will, dass ich jünger ausschaue. Ah, da ist es ja schon. Ich habe meine Waffe auch schon bereit. Und los geht's. Wenn du leben willst, dann gib mir dein Baby. Hast du mich verstanden, Seemonster? Gib mir endlich euer Kind. Gib's mir her. Nein, gib's mir. Okay, ihr wolltet es nicht. Also, wie gefällt euch dieser Dampf? Bald werdet ihr einschlafen oder in Ohnmacht fallen. Gib mir jetzt das Baby. Oh, wie lange willst du noch herumzappeln? Du nervst langsam, sonst schlage ich dir gleich ein. Ah, endlich ist er weg. Oh, perfekt. Jetzt wirst du langsam müde, oder? Ah, das Baby ist meines. Endlich. Bald werde ich wieder jung ausschauen. Und dann gehören alle Chicas mir. Und du gehst jetzt in den Rucksack hinein. Perfekt. Ich kann es kaum abwarten, dich zu essen. Und vielleicht kann ich dich sogar in eine Gesichtscreme verwandeln. Oh, Guntram, das ist aber schnell gegangen. Wer hat so geschrien auf dem Boot? Das war, ich habe mir den Zehen angestoßen. Oh, Guntram, das hat jetzt aber echt lange gedauert. Was hat so lange gedauert? Entschuldigung, Chef, mir ist übel geworden und deshalb war ich so langsam. Was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Darf ich nach Hause gehen? Ich gehe einfach mal. Ciao.
Papa, das war jetzt ein komisches Verhalten von ihm. Was redest du? Ja, das war echt komisch von Guntram. Oh, ist ja egal. Ihr hört ja eh nie auf mich. Ich werde jetzt einfach ein bisschen lesen. Ach, keiner versteht mich. Jetzt einfach still. Natürlich verstehen wir dich. Wir sind deine Eltern. Jetzt hör auf zum Heulen und sei ein richtiger Pirat. Ach, warte mal, wieso ist das Wetter so schlecht? Es stürmt. Schaffen wir es heute noch? Ich hoffe, wir schaffen das noch. Die Wellen sind sehr stark. Ich glaube, ich habe was gehört. Das müssen die Seemonster sein. Irgendwie tun mir die Seemonster leid. Ich habe sie noch nie gesehen, wie sie einen Menschen attackieren. Oh nein, mein Lieblingsbuch ist mir ins Wasser gefallen. Papa, mein Lieblingsbuch ist ins Wasser gefallen. Hast du keine Beine und Arme? Geh doch schwimmen. Ja, wirklich, sei kein Baby. Schatz, ich höre ein Seemonster. Schau, dort sind sie. Ja, wirklich, wir haben sie gefunden. Oh, als wenn sie wie Hackfleisch aus sie machen. Warte mal, was blubbert da im Wasser so? Das ist doch ein Seemonster. Das ist doch der schwarze Ninja-Fuchs-Seemonster. Ist es nicht der König der Meere? Dankeschön, das ist so nett von dir gewesen. Mit wem redest du da? Mit niemandem. Sie redet mit ihrem imaginären Freund wieder, Schatz. Endlich haben wir euch gefunden, ihr hässlichen Ungeziefer. Ihr habt uns einfach alles genommen. Papa, schau mal, was ist das für eine Waffe? Die ist dort gelegen. Jetzt wissen die Monster auch schon, wie man Waffen verwendet. Ich glaube nicht, Papa. Du redest mir jetzt gefälligst nicht rein. Wo ist unser Blob-Blob-Kind? Jetzt geht ihr zur Seite oder ich werde euch zu Hackfleisch verarbeiten. Habt ihr mich verstanden? Denkt ihr wirklich, ihr habt eine Chance gegen uns? Komm, lass uns gehen, wir haben keine Chance. Ja, lass uns flüchten. Aber wir kommen wieder. Es waren einfach zu viele Seemonster. Ja, wir hatten keine Chance. Dir gehört, das Seemonster hat irgendwas mit Baby gesagt. Das meinte es wohl nur damit. Ja, was soll es denn heißen? Natürlich will es frische Babys essen. Genau, diese Monster haben keine Herzen. Aber Mama... Ach, sei still, wir gehen jetzt nach Hause. Und wenn du noch einmal so meckerst, dann kannst du hier übernachten für die Nacht. Ah, dir gefällt es nicht? Geh noch mal hin, dass du weißt, wie es ist. Mein Papa, es tut mir leid. Ja, ich hoffe, du widersprichst mir nie wieder. Mann, sind die dumm gewesen, die haben sie mir voll abgekauft. Boah, freue ich mich schon. Ich kann es kaum abwarten, 10 Jahre jünger auszuschauen. Und dann kann ich alle Frauen checken. Okay, warte, jetzt geh in das Feuer. Jetzt geh rein und beweg dich nicht. Oh, jetzt muss ich mein Geschäft unterbrechen. Hörst du jetzt auf mich? Oh, willst du mich doch beißen? Hey, nicht mein Arm. Warne dich, Fräulein. Wenn du weiter so tust, werde ich dich in kleine Stückchen schneiden. Hast du mich verstanden? Und dann werde ich dich zu Fischspießchen machen. Au! Du wehrst dich immer noch. Nimm das. Und jetzt kommen wir zur gut altbewerteten Flasche. Perfekt, jetzt bewegst du dich nicht mehr. Oh nein, sie kommen zurück. Ich muss dich schnell irgendwo verstecken. Okay, jetzt muss ich schnell so tun, als ob mir ganz übel wäre und ich schlafe. Und du, Fräulein, gehst jetzt sofort ins Bett, denn morgen werden wir den König der Seemonster fangen gehen. Ich will keine Seemonster fangen gehen. Und die Seemonster von heute haben irgendwie traurig ausgeschaut. Warte mal, was ist das für ein Rucksack und wieso riecht er so nach Fisch? Warte, was höre ich hier? Nein, bilde ich mir das schon ein? Ah, das ist sicher sein Schnarchen. Ich kann einfach nicht schlafen und das heute war so komisch. Die Seemonster haben nicht aggressiv ausgeschaut, sondern eher traurig. Und eines der Seemonster, ich glaube, das war die Mama, hat nach ihrem Baby gerufen. Ich weiß nicht, was los war. Ich bin so verwirrt, aber eines weiß ich. Ich muss Papa irgendwie davon überzeugen, dass sie unschuldig sind. Auch wenn das komisch klingt. Was soll ich machen, Leute? Könnt ihr mir vielleicht helfen? Was war das für ein Traum? Irgendwie hat es mir irgendwas angezeigt hinter meinem Bett. Ist irgendwas hinter meinem Bett? Warte mal, ich muss es ein bisschen wegschubsen. Oh, es ist so schwer. Okay, bisschen noch, komm schon. Warte, ich sehe schon was Kleines. Warte, noch ein bisschen mehr. Ich kann es derzeit nicht zu angreifen. Jetzt geht es. Was ist das? Da war wirklich was hinter meinem Bett.
Ein Brief und ein Buch. Boah, wieso schaut das so alt aus? Wieso hat mir mein Traum das gezeigt? Rosie, oh nein, bist Mama, du da? Ich muss schnell alles noch verstecken und das Bett zurückschieben. Oh, wie soll ich das nur machen? Schnell. Oh Gott, was mache ich nur? Von wo kommt denn dieser Lärm? Schauen wir mal. Also in der Küche ist nichts. Gehen wir mal ins Schlafzimmer, Rosie. Ach. Rosie schläft ja auch. Ich muss mir das wohl eingebildet haben. Gute Nacht, mein Schatz. Puh, da hatte ich ja nochmal Glück. Okay, holen wir die Kerze und jetzt lesen wir mal durch, was in diesem Brief und in diesem Buch drinnen gestanden ist. Fangen wir mit dem Brief an. Was? Da steht einfach, dass alles, was wir über Seemonster wissen, gelogen ist und dass alle Bücher von ein und der gleichen Person kommen. Und die Person hasst Seemonster und dass Seemonster die Menschen nie attackiert haben. Warte mal, das kann doch nicht wahr sein. Und warte, nein, Papa hat zu mir gesagt, die Seemonster haben die Menschen attackiert und darum haben wir die Seemonster angefangen zu jagen. Ich kann das nicht glauben. Okay, das kommt auch vom gleichen Autor und das hat auch die gleiche Person geschrieben. Das auch. Eine Stunde später. Alles, was im Brief gestanden ist, war die Wahrheit. Alle Bücher kommen von der gleichen Person. Wie konnte mir sowas nie auffallen? Okay, lesen wir mal das Buch. Oh, es ist so alt und staubig. Okay, der Staub ist jetzt weg. Warte, was? Wir haben die Seemonster attackiert, weil wir ihre Schätze haben wollten. Und sie haben uns niemals attackiert. Sie wollen nur Frieden. Und sie greifen Menschen nur an, wenn sie sich bedroht fühlen oder wenn man ihr das Baby gestohlen hat. Warte mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kann nicht glauben, dass wir das gemacht haben, dass meine Eltern Piraten sind. Ich muss meine Eltern irgendwie davon überzeugen, aber was soll ich nur machen? Wie kann ich sie davon überzeugen? Mittlerweile hassen wir Menschen Seemonster so sehr, weil wir denken, dass sie uns alles kaputt gemacht haben. Aber dabei haben sie gar nie was gemacht. Oh nein. Es ist schon wieder so spät, ich muss ins Bett. So, das ist der Plan. Das sieht aber gefährlich aus. Oh, heiß. Oh, willst du wirklich den König der Seemonster töten? Rosie, kommst du? Essen ist fertig. Schau nicht so böse rein. Ich mach mir doch nur Sorgen. Du machst dir keine Sorgen, du vertraust mir nur nicht. Was redest du? Natürlich vertraue ich dir. Aber der König der Seemonster... Ja, und ich werde ihn töten, so wie ich es gesagt habe. Hast du mich verstanden? Ich werde anfangen mit seinen Beinen und werde sie zertrennen. Dann seinen Kopf und dann die Arme. Okay, ja, das schaffst du, mein starker Mann. Und mutig bin ich nicht, oder wie? Oh. Diese Frau. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Papa. Ihr habt mich zum Essen gerufen. Was ist das auf dem Tisch? Wir werden heute den König der Meere töten gehen. Ja, dein starker, unmutiger Papa wird ihn zu Hackfleisch zerlegen und dann können wir Spaghetti Fischonese essen. Aber wie könnt ihr euch so sicher sein, dass es bösartig ist? Es könnte auch ein gutes Seemonster sein, Papa. Muss es sein? Können wir nicht aufhören? Sag mal, Rosie, hast du keine Gehirnzellen mehr? Kannst du dich nicht erinnern, dass die Seemonster uns attackiert haben? Mein Vater tut das nur, um dich zu beschützen und du bist undankbar. Wenn ich das Seemonster sehe, dann mache ich das mit ihm. Hast du mich verstanden? Du bist kein Pirat. Ich will auch kein Pirat mehr sein, Papa. Wenn das bedeutet, dass ich andere Lebewesen wehtun muss. Mir ist übel. Du bist nicht mehr meine Tochter. Du hast jetzt Hausarrest. Geh in dein Zimmer. Das ist so gemein. Mama, sag doch was. Geh in dein Zimmer und hör auf deinen klugen, starken Papa. Er hat recht. Ja, genau. Er hat immer recht. Und jetzt geh. Wir tun das alles doch nur für dich, um dich zu beschützen vor diesen Seemonstern. Aber du bist einfach undankbar. Willst du, dass Seemonster uns Menschen ausrotten, oder wie? Ihr seid die bösen Menschen, nicht die Seemonster, wenn ihr nur wüsstet. Oh, irgendwie muss ich mir einen Plan ausdenken lassen, wie ich die Seemonster helfen kann und irgendwie meinen Eltern die Wahrheit zeigen kann. Warte mal.
Oh, ich muss einfach nur meinem Papa dieses Buch zeigen und diesen Brief, dann wird er das hoffentlich verstehen. Was denkt ihr? Wird er mich verstehen wollen oder wird er immer noch böse auf mich sein? Weil in diesem Buch steht, wenn wir den König der Seemonster angreifen oder töten, dann gibt es Krieg zwischen Menschen und Seemonster, weil bisher haben die Seemonster uns ja nicht wirklich attackiert, weil sie ihre Ruhe wollten. Ich muss sie beschützen gehen. Ich muss die Menschheit beschützen gehen. Ich muss schnell zum Schiff gehen. Hoffentlich ist Papa und Mama, sind sie noch nicht abgefahren. Oh nein, sie sind ja nicht mehr da. Ich war wohl zu langsam. Warte mal, was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das auch? Wo könnte es nur sein? Von wo kann es nur kommen? Warte mal, ist es hier? Nein, ich glaube, es ist in der Box. Ich mach mal die Box auf. Das ist ja ein Seemonster, Baby. Was machst du denn hier? Oh nein, jetzt macht alles Sinn. Jetzt macht einfach alles Sinn. Guntram mit den schielenden Augen hatte ich von deinen Eltern gestohlen. Und im Buch steht ja, Seemonster attackieren nur, wenn man ihr Baby gestohlen hat oder attackiert. Ich werde dich zu deiner Familie bringen. Seid ihr bereit, das Seemonster zu fangen und zu zerlegen? Ja, ich bin bereit. Ich auch. Los geht es. Menschen an die Macht, wir werden es den Seemonster zeigen. Ja, genau, Chef. Ahoi, los geht's. Guntram, du wirst das Steuer übernehmen. Ja, Chefin, werde ich machen. Also, lasst uns losfahren und nach dem Seemonster suchen. Oh nein, das Wetter ist ja wirklich schlecht. Es stürmt. Ich hoffe, wir schaffen es überhaupt noch hin. Und nach Hause. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Nein, nein, das wird schon gut gehen. Vertraut mir. Ja, okay, wenn du das so sagst. Warte mal. Ich glaube, ich höre was. Na, ja, in diese Richtung, komm. Ich habe irgendwas gehört. Du fahrst zurück, Guntram. Kannst du nach vorfahren, bitte? In diese Richtung, wenn's geht. Oh, ja, Entschuldigung, Chef. Ich weiß nicht, wie mir dieser Fehler passieren konnte. Oh, ich sehe den König der Seemonster. Ich auch. Jetzt attackieren wir ihn und machen ihn fertig. Ja, genau. Nach dem, was sie all den Menschen angetan haben. Wir mussten so viel leiden wegen ihnen. Guntram, du hast es nicht angezündet. Oh, Entschuldigung, Chef. Warte, er ist wieder abgetaucht. Keine Sorge, er wird schon wieder kommen. Wir werden ihn bekommen. Oh nein. Mein Baby, blub, blub, blub. Gib mir mein Baby, blub, blub. Lass mich in Ruhe. Sie greifen uns an. Lass uns zurück attackieren. Nein, Hilfe. Blub, blub, mein Baby. Das, du hässliche Kreatur. Oh. Ha, jetzt bist du plötzlich nicht mehr so mutig. Ja, hau du nur ab. Danke, Chef, Sie haben mir mein Leben gerettet. Sie sind der Beste. Es kommt wieder. Bub, ihr Menschen seid gemein. Bub, mein Mach deinen Mund zu und verschwinde. Als ob wir von einer hässlichen Kreatur wie dir das Baby stehlen. Ja, genau. Oh nein, wir sind zu spät dran. Sie sind schon abgefahren. Warte, oh, zum Glück haben sie dieses Boot hinterlassen. Okay, mit dem werden wir jetzt dich zu deinen Eltern bringen. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Komm, lass uns gehen. In diese Richtung? Okay, passt, danke schön. Das Wetter ist sehr schlecht heute. Mama, Papa, ihr müsst aufhören. Die Seemonster sind unschuldig. Oh, das Wasser, bitte hilf mir schon aus dem Wasser. Was machst du denn hier? Ich bin hier, weil Guntram das Baby gestohlen hat. Nein, habe ich gar nicht. Was ist das? Ich würde sowas niemals machen. Und darum haben sie euch attackiert. Nicht, weil sie bösartig sind, sondern weil ihr Baby gestohlen worden ist. Tatsächlich, es hat sich sogar bedankt. Ich sag doch. Warte, Guntram, hast du uns angelogen? Ja, er hat uns angelogen, Mama. Vertrau mir, ich habe sogar Beweise. Schaut euch dieses Buch an und diesen Brief. Das beweist einfach alles. Warte mal. Nein, hört nicht auf sie. All das, was wir gelernt haben, war eine Lüge. Die Seemonster sind nicht böse. Wir sind die, wo böse sind und sie nur ausbeuten wollen. Ich kann das nicht glauben. Seemonster haben uns nie attackiert. Es war einfach alles nur eine Lüge. Und Hilfe, Hilfe, ertrinke. Oh, danke schön, danke für deine Hilfe.
Ich werde das nie vergessen. Der Seekönig hat dir geholfen. Es tut mir so leid, dass ich dich attackieren wollte und töten wollte. Mir tut es auch sehr leid. Unser Verhalten war falsch. Was machen wir jetzt nur mit Guntram, nachdem er uns so angelungen hat? Ich habe eine gute Idee, Mama. Das machen wir mit ihm. Ja, gute Idee. Nimm das, du böser Mann. Hilfe, ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Also tschüss, Guntram. Was für ein Tag. Ich kann nicht glauben. Ich kann es auch noch nicht glauben, dass wir fast diesen großen Fehler gemacht haben. Ach, das kann jedem passieren, Mama. Es tut mir leid, mein Schatz. Ich werde nie wieder Seemonster jagen. Ich auch nicht. Ich werde keine Waffen mehr verwenden. Lass uns aus unseren Fehlern gelernt haben. Ja, das ist das Beste. Geh rein, aber vergess nicht, die Superfans zu grüßen. Oh, stimmt, wir müssen ja noch die Superfans grüßen. Sollen wir das schon gemeinsam machen, Rosie? Was sagst du dazu? Ja, okay, Papa. Liebe Grüße an Sophie Jungwirth und auch an die süße Emi Roblox. Natürlich können wir dich grüßen. Und dann gibt es noch die liebe Lea. Dankeschön, dass du das Lied toll findest. Und die süße Viali. Danke, dass du unsere Videos gerne hast. Und Manuela Kolbeck. Danke für deinen lieben Kommentar. Und Melanie Podhas. Dankeschön. Ich weiß eh, dass du immer super liebe Kommentare uns schreibst. Und Dankeschön an dich, Emily, für deinen lieben Kommentar. Und auch an dich, Larissa. Voll lieb. Und Super Sis Playground. Voll cool, dass dir und deiner Schwester unsere Videos gefallen. Das freut uns total. Und Bianca, danke dir auch. Oh, ich sehe gerade, Cleo und Nadine heißt ihr beide. Liebe Grüße an euch beide. Und Bianca, danke schön. Und dann haben wir noch von der lieben An Min Hong super liebe Kommentare. Dein Kommentar habe ich auch schon sehr oft gesehen. Sorry, dass es so lange gedauert hat, bis wir dich gegrüßt haben. Aber ich hoffe, dir geht es gut. Ganz liebe Grüße an Lilly Zock Tocker Live World. Liebe Grüße auch an die liebe Daniela. Es freut uns voll, dass dir unsere Videos gefallen. Und Fabian, danke schön für deinen lieben Kommentar. Ich hoffe, du bleibst für immer gesund. Und Linda, danke schön. Nein, wir werden niemals aufhören, solange es tolle Fans gibt wie ihr. Danke schön, Lisa. Toller Name hast du. Und Pastel Chaos Live, danke schön für deinen Kommentar. Und Lydia, ich hoffe, dir geht es gut. Und it's Psycholona. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und Sana, danke schön, dass dir unsere Videos gefallen. Und von dir kann ich den Namen leider nicht lesen. Ah, und nochmal, it's Psycholo. Entschuldigung. Und Nassim, danke schön, dass du uns also die Glocke aktiviert hast. Und Luna Latina, danke schön. Und Michelle Labsch, danke, dass du uns immer so liebe Kommentare schreibst. Und Lilly, danke schön dir auch für deinen lieben Kommentar. Und ciao, Selsa44, danke schön. Deine Kommentare sehen wir auch immer wieder auf unserer Tokatoast-Seite. Und Yongi Suga, danke schön. Voll lieb von dir. Also es tut mir wirklich leid, falls ich den Namen von euch falsch ausspreche. Das ist echt nicht mit Absicht. Und Laura's Talker World will ich auch noch grüßen. Und ja, Laura, natürlich können wir auch deine Geschwister grüßen. Ganz liebe Grüße an Emily, Mia, Lukas und Finn. Wow, ihr seid ja immer noch da. Danke, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Und falls ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu geben, ein Subscribe und die Glocke zu aktivieren. Und wenn ihr als Superfan dazugehören wollt, dann einfach uns abonnieren und einen lieben Kommentar hinterlassen. Bitte nicht böse sein, wenn wir euch nicht sofort erwähnen können, aber wir geben wirklich unser Bestes. Und man kann uns auch auf TikTok finden unter It's Tokatoast. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.